Willkommen zurück zu Cube Life Island Survival. Wir sind wieder im Creator Mode. Wir haben zurzeit den 7. Oktober und immer noch keine Spur von Sepronias Update. Ja, ihr habt sicher, wenn ihr diesen Part schaut, auch den letzten Part geschaut, indem wir die erste Endlosschleife überwunden haben und dann, ja, in eine zweite geraten sind. Ja, keine Ahnung. Also, ich will hier in diesem Part mit euch darüber reden, wie es jetzt weitergeht. Und, sehe jetzt, ich brauche noch meine Items. So, das Schwarze. Das Rot. Braun. Gelb vielleicht auch noch, weiß ich noch nicht. Dann die verschiedenen Holzsorten. Wo sind sie? Da. Das. Und das vielleicht. Ich weiß nicht, ob die Umrisse schon fertig sind. Jedenfalls will ich heute mit euch über, ja, das reden, was passiert ist. Und zwar haben wir uns eine Brücke gebaut, mit der wir auf eine andere Flasche der Karte kommen konnten. Schau nur kurz. Hier wird nicht alles braun sein. Da oben geht's weiter. Okay, dann machen wir hier weiter. Ja. Nee, das ist falsch. So. Ja, wir wollten auf die andere Karte springen. Das ist uns auch gelungen. Allerdings ist das eine Insel mit Haien. Also habe ich mir gedacht, okay, dann flüchte ich nach Osten. Oder Westen, ich weiß nicht mehr genau. Problem, die Haie bleiben auf ihrem Punkt, auch wenn man die Map verlässt. Also die werden nicht regeneriert. Und ja, dann kam noch dazu, dass, ja, ist jetzt blöd hier, wie ich das hier, ich sehe nicht richtig auf das Papier, auf die Vorlage. Das wird hier, wie sieht das aus? Da kommt noch einmal braun hin, so ein Acadia. Ja. Die Haie haben mich jetzt in der Endlosschleife. Das ist das falsche Holz. Und Gamepad ist auch leer. Super. Ja. Wie gesagt, wenn ihr den Part angeschaut habt, wisst ihr, was da vor sich gegangen ist. Das ist unglaublich. Und ja, wir haben im Oktober. Das Update von Sprone ist noch immer nicht da. Und Leute, ich werde dieses Projekt jetzt pausieren und wenn das Update dann endlich erfolgt, muss ich leider die Map neu generieren. Ich muss einen ganz neuen Spielstand aufmachen. Es hat auch ein Abonnent geschrieben, ich solle das machen. Das wäre die beste Möglichkeit, die beste Lösung. Hier geht's 3 hoch. Und ja, es ist nicht nur die beste, es ist meine einzige, weil ich stecke wieder in der Endlosschleife und diesmal komme ich da nicht weiter, weil ich die Map nicht verlassen kann. Die Map ist irgendwie dort, also ich kann nicht von, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann die Map nicht mehr verlassen. Ich kann nicht bis maximal nach Norden oder Westen reisen, ich weiß nicht wieso. Anscheinend ist die ganze Welt noch nicht ausgebaut. Keine Ahnung, ich habe auch nichts gefunden, was ich falsch gemacht habe. Ich habe die Wand berührt, ich konnte mich nicht mehr weiter bewegen. Sind das 4? Ja, das sind 4. Und ja, da ist einfach Ende im Gelände. Und mittlerweile sind die Haie alle dort. Wenn ich die Map verlasse, kommt der nächste Hai. Also ich werde andauernd aufgefressen. So kurz das Blatt näher nehmen. Die sind dunkler, ne? Ja. Okay, etwas dunkler. Sind es die? Ich nehme mal einfach die. Vielleicht sieht es ja gut aus. Und das sind jetzt 9 Stück. Wie macht man das?
9 Stück. Und dann kommt schwarzer Rand. Okay. Ah ja, geht ja hier auch auf, wie man sieht. Okay. Ja, also, hier ist mein Ultimatum jetzt. Das Projekt wird so lange pausiert, bis dass dieses Update erfolgt. Frag mich nicht, wann es kommt. Es sollte schon seit 2 Monaten raus sein. Wurde dann verspätet. Keine Ahnung. Bisher kam wieder nichts. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass man viel euphorischer daran ging und sich nicht bedacht war, dass es bei der Programmierung doch etwas schwieriger sein kann. Und ja, ich weiß ja nicht, wie jung Sopronia ist. Also wie lange, ob das ihr zweites, es ist mindestens ihr zweites Spiel, aber ja, keine Ahnung. So, hier endet die Krawatte. Da ist ziemlich interessant das Problem hier. Die Ebene. Egal. Wir bauen das so in den Berg rein, glaube ich, ja. Dann kommt hierhin schwarz. So. Kommt wieder Umrandung. Ja, ich pausiere das Projekt, auch der Creator Mode werde ich pausieren. Ganz einfach, weil. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es sagt mir irgendwie nicht mehr viel. Aus dem einfachen Grund, weil einfach nichts klappt. Das. Warte mal. Hier gab es doch diesen Koordinierungsfail. Eigentlich müsste der Block hier sein, ne? Jetzt bin ich verwirrt, weil das Problem ist, muss ich das jetzt alles hier um 1 verschieben? Ich habe das nicht mehr so ganz im Kopf, aber es sieht danach aus. Ja gut, dann muss ich das hier nochmal alles abbauen. Nicht so cool, aber ja, muss halt getan werden. Und ja, heute sind sehr viele Flugzeuge unterwegs, wenn man es hört. Ja, schreibt mir mal eure Meinung zu dem Projekt. Ja, keine Ahnung. Wollt ihr es überhaupt noch weiter sehen? Weil, ja, wenn dieses Update noch in 2 Jahren nicht raus ist, dann weiß ich auch nicht. Werde ich noch irgendwann einen Fazitplan machen? Pacht, nicht Plan. Ja, dann muss man damit leben. Es war ein ganz schönes Projekt. Hat Spaß gemacht, doch, ja, es gab halt zu viele Programmierfehler, die man einfach ausbessern musste. Und sie sollten ja auch ausgebessert werden. Aber, ja, daraus wurde bis heute ja nichts. Ist halt vorbei dann. Mit Cube Life. Da sehe ich jetzt 3 Blöcke nach oben. Da verschwindet im Schwarz nochmal 2. So, hier, hier. Ja, die Höhe stimmt, es ist nur die Position, die wechselt. So, und da kommt jetzt mehr so rosa hin. Boah, Leute, was kann ich da nehmen? Eigentlich das, ne? Clayblock. Ja, ich glaube, es ist das Beste. So, das kommt jetzt in L-Form hier hoch. Bis ans Ende, jo. Ne, warte mal, wo ist denn das Ende? Es geht 4 Blöcke hoch, ne? Ja. Dann muss hier weiter gebaut werden. So, 1. Ist das jetzt hier ein bisschen verwirrend? Ja, es ist die Höhe, die stimmt, ne? Das ist dieser L und dann kommt hier braun hin. Dunkelbraun kommt dann hier rauf. So.
Ja, ist das Blöde, wenn man sich einmal vertan hat, ne, dann ist die ganze Chose hin. So ist das aber korrekt. Wunderbar. Was kommt da für eine Farbe hin? Auch diese Braun. Dieses Braun. Dann geht das hier 6 nach dort. Ah, Block zu viel gesetzt. So. Und dann geht es noch hier runter. Jo, ich lasse den Part jetzt noch bis, keine Ahnung, 17. Minute laufen. Wir bauen da noch ein bisschen hier weiter, Donkey Kong. Aber an sich ist alles gesagt. Wie gesagt, das Projekt wird pausiert, bis das irgendwie eine Lösung gefunden wird. Welche weiß ich noch nicht. Ja, eine neue Map erstellen. Werde ich tun, aber erst mit dem Update. Ja, wenn dieser Donkey Kong hier fertig gebaut ist, denke ich, dass auch der Creator Mode ein Weilchen Pause bekommt, weil ja, die Aktivität bei diesem Projekt ist jetzt auch schon dann wieder ein bisschen ja, weniger. Wenn nicht sogar, dass die Aktivität ganz aufgehört hat. Aber gut. Mach ich keine Vorwürfe. Da kommt Braun hin. Oh ja, und wenn die Videos, die jetzt gestern und morgen kommen werden, ein bisschen schäbig sind, das liegt daran, dass ich krank bin. Ich habe eine kleine Lebensmittelvergiftung bekommen. Ja. Deshalb kann sein, dass meine Stimme und allgemein ich ein bisschen kranker klinge. Ich rede auch nicht so viel. Na gut. Also das geht jetzt 2 bis hier hoch. Und hier sieht's dann gut aus. Ne, hier fehlt dann so einer. Und der geht jetzt nochmal 2 nach oben. So, ist das so korrekt? Ja, und dann geht hier so eine Stufe hoch. Einmal und noch einmal hier rein. So. Ja, es scheint richtig zu sein. Okay, super. Hier mit dieser großen Flasche, da weiß ich noch nicht weiter, aber ja, es sieht schon gut aus. Ich würde hier das Braun neben der Krawatte mal gestalten. Wie sieht das denn aus? Da kommt jetzt überall Braun hin. Ja. An sich habe ich jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Habe ich was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Und hier oben muss man aufpassen. Hier oben kommt auch ein rosarer Fleck hin, und zwar der da. Der da muss Clay sein. Und der auch. So. Dann hier hoch. Das sind wieder 2 braune. Und hier kommt noch einer hin und dann kommt schon wieder Clayblock. Sieht es so korrekt aus? Nee, irgendwas stimmt jetzt wieder nicht. Was stimmt denn jetzt schon wieder nicht? Die Krawatte ist nicht lang genug. Kann doch nicht sein. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Nee, ist schon korrekt. So, 6 Blöcke. So, hier berührt 2 mal 2. 2. Ah, ich Idiot. Das hier muss alles einen Block noch zurück. So. So ist's richtig. Und du... bist du da richtig? Ja, ja. Okay, so ist korrekt. Hier kommt noch schwarzer Rahmen hin. So. Und wie sieht das jetzt aus? Das wird jetzt alles rosa hier, ja. Hier nicht mehr so direkt. Da wird es wieder ein bisschen anders. Da wird das Holz so reingebaut. Hier fehlt noch eine Hand. Machen wir die auch? Ja, ich baue ein bisschen chaotisch, aber ja, ist ja auch egal. Wir haben ja keinen strikten Plan. Ich baue halt da, wo es gerade passt und leicht ist, rauszufinden, wo welche Blöcke hinkommen. Das sind jetzt 4 nach oben und dann googeln wir hier 2 nach da. Wunderbar. Dann wieder 4 Reihen nach oben. Also 1, 2, 3. Die hier ist mitgezählt natürlich. Und ab dieser Reihe bewegen wir uns auch nach hier. Das ein Feld. Ja. So, und so entsteht eine Donkey Kong Hand. Hier. Ja, aber was ich nur sagen will, so eine Lebensmittelvergiftung ist übel. Ich sage euch das. Oh mein Gott. Nee, weil, du merkst es dann auch, du musst die ganze Zeit schwitzen und der Schweiß, der riecht so übel. Übergeben, Bauchschmerzen, oh, schrecklich. Oh ja, und mir war jetzt auch noch schwindelig und ich hatte Kopfschmerzen. Was heißt hatte, ich hab sie noch immer. Aber ich muss ja diesen Part, machen. Eigentlich war es ja geplant, dass der Part ja gestern produziert wird, damit er halt heute bereit ist, aber ja, seit Montag ging halt einfach nichts mehr. Ja, wenn ich das hier halbwegs hinkriege, bin ich schon ganz zufrieden. Ich verspüre zurzeit auch Hunger. Problem ist nur, ja, ich frage mich, ob mein Magen das alles verträgt. Irgendwie bin ich gerade irritiert. Ich erkenne die Form irgendwie nicht wieder. Wie sieht das denn jetzt aus? Wir sind zwar in der 20. Minute, also werden gleich Schluss machen. Ich möchte nur noch wissen, was ich hier falsch gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Ich baue jetzt einfach mal die Seite hier zu. Weil da kann man nichts falsch machen. So, wie ist es der... Hier müssten noch 2 Oak Plank kommen. So. Und dann kommt noch so ein helles Holz. Oh, das ist noch... Nee, das ist das gleiche. Okay.
Das kommt dann noch irgendwie so hier hin. Und umkreist das hier noch. Zwei Felder. Ja, zwei Felder umkreist es. Und geht dann hier noch so zwei Stück hin. Und damit ist die Donkey Kong Hand Nummer 2 fertig. Das hier wird alles rosa. Und im nächsten Part, wenn auch immer der kommt, wird der Kopf des Donkey Kong mal gebaut. So Leute, das war's für heute von Cube. Warte mal, wie ist da so ein Loch? Habe ich das gebaut? Nee. Okay. Interessant. Wie die Map hier generiert ist. Ich weiß nicht, ob das. Ja, doch, hier kann man seine Map generieren und sich die aussuchen. Ja gut, Freunde. Eure Meinung ist natürlich gefragt zu dem Ganzen von Cube Life. Wie das jetzt weitergeht. Schaut euch mal den Part 32 an. Und ja, dann erzählt mir mal von eurer Meinung was. Wie soll das jetzt weitergehen? Sollen wir das Projekt jetzt einfrieren, bis dass dieses Update kommt? Soll es ganz gecancelt werden? Ja, oder soll ich einfach eine neue Map anfangen, auch wenn mir wenn mir das nichts bringt, weil dann haben wir immer noch die gleichen Probleme. Wenn ich irgendwann mal wieder auf einer Endlosschleife sitze, dann ist schon wieder vorbei. Also Freunde, das war's dann für heute mit Cube Life Island Survival. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht. Wie gesagt, war jetzt eher so ein Redepart und ich bin ein bisschen krank, deshalb ja, ein bisschen ruhiger. Ja, bis zum nächsten Mal dann, würde ich sagen. Man sieht sich. Bis dann.